Hallo Freunde des feinen Whisky-Genusses, hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Und heute eine Premiere bei mir vom Schrank. Und zwar ein Glen Turner mit 12 Jahren. Glen Turner, der ein oder andere wird diese Abfüllungsreihe schon kennen, beziehungsweise Destillate mit diesem Namen. Ich glaube, von Jahr oder so habe ich den Glen Turner Portwood Finish vorgestellt. Kam, glaube ich, bei euch auch ganz gut an. Und heute habe ich im örtlichen Supermarkt, diese Abfüllung entdeckt: den Glen Turner mit 12 Jahren. Die Whisky-Enthusiasten unter euch werden wissen, dass Glen Turner ein Produktname ist und keine Distille. Es gibt in ganz Schottland keine Distille mit diesem Namen Glen Turner. Und man muss schon relativ tief graben, um herauszufinden, welche Distille letzten Endes dahinter steckt. Klar ist, es ist ein Scotch Single Malt, das heißt, das ist die Lagerstand aus einer Brennerei. Es hat mindestens 12 Jahre, ist in Schottland destilliert und gebottelt worden. Ganz niedlich steht hier drauf: matured in O-Cask, also gereift in Eichenfässern, wo drin sonst wäre es kein Scotch. Ja, und wenn man dann so drunter liest, so klein aufgedruckt: matured 12 years in seasoned O-Cask. Was sind seasoned O-Cask? Habe ich schon mal im Video erklärt. Seasoned O-Cask heißt letzten Endes, dass die Eichenfässer für eine gewisse Zeit, bis zu 2 Jahren, mit irgendwas Wein, Sherry belegt worden waren, bevor es dann wieder abgelassen wurde und ihm halt der Whisky Rohbrand reinkam zum Reifen. Kann letzten Endes alles sein. Es kann amerikanische Weißeiche sein, es kann europäische Eiche sein, Seasoned Oak, kann Sherry sein, man weiß es nicht genau. Die Abfüllung ist mit 40 Volumen abgefüllt, wird gefärbt sein, auch wenn ich weder auf der Umverpackung noch auf der Flasche diesbezüglich einen Hinweis gefunden habe. Normalerweise müssten sie es nach deutschem Recht raufschreiben, wenn sie es in Deutschland verkaufen, ob dort Zuckercola drin ist. Er wird mit Sicherheit auch kühl filtriert sein, auch da steht leider nichts drauf. Also ist ein etwas intransparenter Supermarkt-Whisky. Preislich so bei 22 Euro. Der Portwood hat mir sehr gut gefallen und wie ich schon eingangs sagte, wenn man so ein bisschen recherchiert, kommt man darauf, dass dieses Produkt einem französischen Konzern gehört und für einen für mich völlig unaussprechbaren Namen, und dieser Konzern besitzt eine einzige schottische Brennerei und das ist Glenmurray, so dass dort höchstwahrscheinlich tatsächlich ein Glenmurray drin sein wird. Beim Glen Turner Portwood Finish wäre man auch jetzt vom Geschmack drauf gekommen. Glenmurray hat auch einen eigenen Portwood Finish Abfüllung und beide Abfüllungen sind sehr ähnlich. Na? Wie gesagt, der Portwood hat mir gut gefallen. Und habe ich auch lange genug gesappelt. Normalerweise mache ich das ja nicht mehr. Eine Flasche öffnen und gleich verriechen und verkosten. Aber ich gebe zu, ich bin verdammt neugierig jetzt auf diesen Tropfen. Vielleicht werde ich den auch nochmal im Gegenvergleich trinken mit einem Glenfiddich 12. Sind beide doch im selben Preissegment, beide gleich alt. Gucken wir mal. Auf jeden Fall
bin ich total neugierig und total gespannt. Also deine Nase wirkt ja sehr weich, sehr rund, angenehm süffig. Überraschenderweise mit einer deutlichen Sherry-Note, die immer kräftiger wird. Also jetzt nichts Komplexes. Das mit Sicherheit nicht. Aber wie gesagt, eine schöne Sherry-Note. Und insgesamt sehr weich, sehr rund. Wirkt etwas schwer im Glas. Fruchtig. Und typische Sherry-Früchte, so wie Datteln, Rosinen, Dörrpflaumen. In diese Richtung geht er. Eine leichte Eichenwürze ist zu spüren. Und ich glaube auch, Spuren von Vanille wahrzunehmen. Die Eichenwürze wird kräftiger. Also er wirkt ein Glas sehr voluminös in der Nase. Hab vor kurzem gerade einen Glenfiddich wieder mal aufgerissen, den 12er. Und das ist ein definitiv ein anderer Schnack. Na? Und wenn ich den jetzt so vergleichen müsste, mit Abfüllungen, die ich jetzt so vor nicht ganz so langer Zeit verkostet habe, Glengarry 12 zum Beispiel, was ja ein Weting aus Bourbon und Sherryfässern und auch Sherryfässern aus amerikanischer Weißeiche ist, geht er doch in diese Richtung. Also ich denke nicht, dass es eine Vollreifung ist, ein Sherryfass. Also nicht für den Preis. Ich denke eher, dass das wirklich ein Finish ist. Warum schreiben sie es nicht rauf? Cherry Finish. Verstehe ich nicht. Ja, wäre auf jeden Fall Verkaufsargument für viele. Ja, ich hatte ja beim Portwood Turner oder Portwood Finish den Verdacht gehabt, eben halt ausgelutschte Bourbonfässer, die wenig Aromen noch abgegeben haben, wo sie dann einfach das nochmal aufgepimpt haben mit einem ordentlichen Portweinfass. Na, vor den Portwood gab es einen Madeira, glaube ich, oder Marsala, nee, Marsala, glaube ich, Marsala Finish zu kaufen, Double Matured oder so hieß der. Und da weiß ich aber nicht, wie der war. Ja. Also wie gesagt, von der Nase her gefällt er mir schon mal ganz gut. Master Reserve, der Name. Schöne Flasche, wie ich finde. Ja, Glentörner aufgeprägt. Hinten hier mit so, was weiß ich, hier schottischen Disteln. Hier so. Design erinnert mich eigentlich so ein bisschen mehr an Glenfiddich, der Malt Master Edition. Die haben auch so ein braunes Etikett, so mit Bronze abgesetzt. Ja. Jetzt so mit ein bisschen Luft und Atmen wird er tatsächlich etwas heller. Die Eichenwürze tritt jetzt zurück und macht jetzt Raum für helle Fruchtigkeit. Und allen voran würde ich mal sagen, eine Birne, mehliger Apfel. Also er ist nicht schlechter, aber er wird heller. Der erste schwere Eindruck, Verbindung der Sherry mit mit der Eichenwürze, hält sich jetzt so ein bisschen auf. Lunch.
Die Nase, das hat mir sehr gut gefallen. Am Gaumen verliert er zunehmend. Wirkt schon fast wässrig. Im Abgang eine deutliche Eichennote, die ziemlich ins Bittere abrutscht. Der wässrige Mundeindruck bleibt bestehen. Trotzdem süß, fruchtig. Schönes Wechselspiel von hellen Früchten und leichten Sherry-Aromen. Die Vanille ist da, am Gaumen präsenter als in der Nase. Der zweite Schluck ist auch nicht mehr im Abgang so eichenlastig. Ja. Also man merkt ihn 12 Jahre an. Das ist kein junges Gemüse mehr, kein junger Hübber. Jetzt, wo er sehr den Mundraum ausfüllt, spüre ich kaum noch was in der Nase. Also die 12 Jahre kann er nicht verstecken, braucht er auch nicht. Wie gesagt, beim ersten Schluck war die Eiche omnipräsent. Schon fast ein bisschen zu bitter und zu massiv im Abgang. Zweiter, dritter Schluck überwiegt doch ganz eindeutig die Süße. Und was ich jetzt im Mund habe, das ist wirklich so eine, ja, schon fast eine Bonbonsüße. So leicht klebrig, belegend. Der erste Schluck war so ein bisschen, würde ich sagen, abtörend für jemand, der schon viele Whiskys getrunken hat, gerade in den letzten 3 Jahren. Beim zweiten und dritten Schluck, muss ich sagen, hat der kleine Turner sich wieder so ein bisschen gerettet. Bin der festen Überzeugung, er braucht den Vergleich mit anderen 12-jährigen Single Malts aus Schottland, aus der Speyside, aus den Highlands. Auf der Tube steht, irgendwo habe ich es gelesen, distilled and matured in the Highlands. Also unterstreicht nochmal, ich glaube, Glenmurray ist ein Highland Distille. Klar. Unterstreicht nochmal, dass es ein Glenmurray ist. Also wie gesagt, er braucht den Vergleich mit anderen Speyside und Highland Single Malt Whiskys mit 12 Jahren definitiv nicht scheuen. Na, dazu kommt natürlich ein Kampfpreis von 22 Euro. Ungefähr, bin mir relativ sicher, bei Online-Händlern kriegt man den auch noch für günstiger als im Supermarkt. Das ist ein guter, süffiger Single Malt zum Eröffnung eines Abends. Oder aber, um den Whisky Neuling auch wirklich mal zu schenken. Er überfordert eigentlich, hat aber trotzdem schon eine gewisse Reife und eine gewisse Gediegenheit, ne? Die er einfach mit seinen 12 Jahren mitbringt. 22 Euro tut einem dann auch nicht weh. Und da glaube ich schon, dass man mit diesem sehr runden, sehr weichen, sehr geschmeidigen Whisky den einen oder anderen überzeugen kann. Ne, wenn man jetzt so mal abseits der üblich Verdächtigen, so wie Glenlivet 12 Jahre, Glenfiddich 12 Jahre, The Balvenie 12 Jahre, Doublewood, wenn man da mal woanders ein bisschen ströbern geht, ein bisschen wildern geht, kann man durchaus zu dieser Abfüllung greifen. Ich bin gespannt, beim nächsten Video werde ich ihn mit Sicherheit mit dem Glenfiddich 12 probieren, das würde den heutigen Rahmen einfach sprengen. Und ja, Mensch, ich bin gespannt. Also ich bin jetzt nicht unangenehm überrascht, sondern der ist okay.
für das Geld guter Whisky. Kann man machen. Muss man nicht? Kann man aber. In dem Sinne, falls ihr ihn kennt, schreibt mir das auch in den Kommentaren rein. Auch würde mich eure Meinung interessieren, wie ihr zu Supermarkt-Whisky steht und eben halt dort eben halt auch zu günstigen Eigenabfüllungen, Eigenmarken. Also, wenn ich da schon bin, Supermarkt-Whiskys, Eigenabfüllungen, Eigenmarken, also er schlägt den Ben Bracken, Highland und auch den Space Sider um Längen und ist nur 4-5 Euro teurer. In dem Sinne, euer Ansgar, euer Whisky-Wikinger. Ciao.